Tja, herzlich willkommen zurück zu The Forest in einer neuen Aufnahme. Und wie man sieht, das mit dem Speichern scheint ja super zu klappen. Ich habe auf Load geklickt. Es ist doch zum Heulen. Unser ganzer Spielstand ist jetzt... Ah, ist wieder weg. Verdammte Scheiße, mach doch mal da vorne das Heck zu. Meine Fresse, was ist das denn für eine Kackmaschine? Da fliegt auch schon das Cockpit weg. Und wir müssen tatsächlich, wie es aussieht... Ich habe auf Load geklickt. Ich frage mich, ob wir jetzt jedes Mal wieder abstürzen. Mein Fußnagel. Scheiße. Nein, mein Sohn ist mir egal, aber mein Fußnagel. Hallo? Hallo? Ach, der Sohn ist... Ach, guck mal, der ist ja eh schon tot. Der hat eine dicke Delle, der ist dagegen Sitz gesegelt. Schnappen dir, Tiger. Komm, nimmst du mal mit. Hast du 100 Gramm Frischfleisch? Ist doch super, lässt du mich hier liegen, ne? Ist doch ein fairer Deal. So, ich schlaf doch mal eine Runde. Bin ja eh in Sicherheit. Und ich frage mich, jetzt habe ich auf Load geklickt, ob wir jetzt wenigstens irgendwo noch unsere Dinger... Ich vermute mir, wir fangen wieder ganz von vorne an. Es ist doch zum Heulen ein bisschen. Ich take mal alles mit. Hier, es ist wirklich, also mit dem Speichern ist wirklich noch ein bisschen ungünstig, ne? Muss ich mal feststellen. Eigentlich sollte es ja jetzt im Patch gefixt sein. Und wir haben uns ja letztes Mal, in der letzten Folge, haben wir ja sogar extra innegehalten. Da sind kein Nickel, aber ich sehe keine eingeboren. Das ist schon mal sehr gut. Wir haben ja in der letzten Folge extra innegehalten, um speichern zu können. Und offenbar hat es nichts gebracht. Da ist ein Leguan, da ist ein Karnickel. Ein Köfferlein ist auch noch da. Okay. Jetzt schlag auf, das Ding. So, da gibt es noch was zu süppeln ordentlich. Hier gibt es noch ein Köfferchen. Ich hoffe nur, da kommen jetzt nicht gleich die Eingeborenen hier rangeschwappt. Da ist noch eine Dose. Für den Notfall kann ich ja mit dem Tennisball bewerfen. Ich bin sicher, das wird sie leeren. So, ein Leguan. Hallo, junger Mann. Ein bisschen Leguanfleisch kann ja so nicht schlecht sein. Ein paar Stickies. Und wir müssen uns möglichst schnell... Da ist der Ball. Wir müssen uns jetzt natürlich... Hallo, Hase. Nein, den wollte ich doch gar nicht. Aber auch gut. Hallo, Hase. So, wir müssen uns jetzt möglichst schnell vom Flugzeug weg entfernen, denn ich glaube, wir haben ein bisschen Lärm gemacht. Wir sind jetzt woanders gelandet und ich frage mich, wie wir in dieser Runde bestehen werden. Ich finde es ein bisschen unfair, dass wir jetzt wirklich wieder von vorne anfangen müssen, weil wir wirklich so eine super Hütte hatten, so einen super Spot. Und somit fällt meine Frage auch ad absurdum, ob wir da denn direkt ein Häuschen bauen wollen. Vielleicht finden wir das Ding ja wieder. Ich glaube momentan persönlich noch nicht dran. Oh, das ist ja gut, dass wir genau hier gelandet sind. Das ist ja schön. Ich wollte schon immer direkt als Nachbarn Eingeborene haben. So. Ich schnapp mir jetzt noch ein paar Leaves. Ich hoffe nur, hier sind tatsächlich nicht gleich... Oh, ich habe gerade aus Versehen Pilze gegessen. Nicht, dass ich hier gleich außergewöhnliche Erfahrungen mache. So, ein paar Stöcke nehmen wir uns mit und jetzt suchen wir uns ganz kurz erstmal wieder. Irgendwo an der Küste wird es bestimmt ein paar Steilhänge geben. Da gucke ich mal ganz kurz, ob wir da was finden. Hier direkt an der Küste einfach so möchte ich nicht bauen, weil, wie gesagt, da sind wir dann zu einsichtig. Da kommen die Leute dann von allen Seiten. Da ist ein Segelboot, auch cool. Und ein Köfferchen. Keine Eingeborenen zu sehen, aber ein fetter Wal. Was denn das für ein fetter Wal? Das ist ja kein Wal, das ist ein Hai. Haben die Eingeborenen wirklich Jagd auf Haie gemacht? So. Auf Jan Haie von der Jazzkantine. So, ich mache nochmal ganz kurz Zips, alles auf. Alles auf, alles mitnehmen. Dann bewerfe ich den Koffer mit dem wütenden Ball. Denn der Koffer hat es nicht anders verdient. Und da ist noch ein Ball drin. Ich bewerfe auch den Koffer mit dem wütenden Ball. So, geh weg, wütender Ball. Jetzt habe ich den wütenden Ball schon wieder. Ach, ich höre gerade einen Ball. Keine Schritte. Ich habe gerade einen leisen Ball gehört irgendwo. Das hört sich immer an, als wären hier Schritte in der Nähe. Schon wieder ein wütender Ball. Meine Fresse. Oh, jetzt wollte ich gerade die Möwe abwerfen, aber na gut.
Wäre auch mal interessant, ob das geht. Alter, diese scheiß wütenden Bälle. Die machen mich wütend, deswegen heißen die wahrscheinlich so. So, ob man Möwen abwerfen kann, das weiß ich nicht. Immerhin haben wir jetzt... Also, offenbar landen hier nicht nur Flugzeuge, sondern auch... Boah, ganz schön viele Koffer. Sondern offenbar auch Segelboote. Das hier... Ich weiß gar nicht, warum da so viele Koffer an Bord waren. Ich weiß auch nicht, warum die rausgespült wurden. Oder die Eingeborenen haben die schon aus dem Segelboot rausgeholt. Das kann natürlich auch sein. Wie blöd, dass der immer noch nicht speichert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das heißt, ich kann mir sicher sein, auch nach dieser Runde, egal wie lange ich jetzt spiele, wird wahrscheinlich alles verloren sein, oder wie? Was liegt denn da? Ach, eine Flasche. Das sind Seesterne wahrscheinlich im Felsen. Und hier liegen noch jede Menge Koffer rum. Das ist ja theoretisch ein Traum. So. Fangen! Eine Taschenlampe. Geil. Haben wir einmal eine Taschenlampe gefunden. Auch sehr cool. So, es ist tatsächlich blöd, dass wir jedes Mal neu anfangen müssen. Eigentlich ist das Upgrade schon draußen, wo das Safe Game funktionieren soll, sobald man ein Shelter benutzt. Offenbar scheint es nicht immer zu funktionieren oder ich bin zu blöd, richtig auf Load zu klicken. Kann natürlich auch sein, dass man in einer besonderen, mit einem Ritual auf den Knopf drücken muss. Vielleicht wusste ich das nicht, kann natürlich auch sein. Huch. Aber andererseits, wir lassen uns davon natürlich nicht unterkriegen. Ich möchte wirklich gerne wissen. Mich ärgert nur, dass wir in der letzten Runde natürlich so viele Eingeborene schon abgeschlachtet haben. Und ich kann ja jetzt nicht auf 24/7 hier spielen, das geht ja nicht. Ich kann ja jetzt nicht spielen, bis es durchgespielt ist, das wäre ein bisschen zu krass. Alter, wie viele Koffer hier einfach rumliegen, das ist ein Traum. Ich muss nur immer gucken, dass hier keine Eingeborenen kommen, während ich hier so... ...in aller Bescheidenheit allen Leuten die Sachen klaue. Noch eine Taschenlampe. Können wir auch zwei nehmen? Offenbar schon. Ein bisschen Geld, eine Flasche, noch ein bisschen Geld, hier liegt ja alles. Das ist wie Strandurlaub einfach. Fehlt eigentlich nur noch ein Hotel. So, hier noch eine Flasche. Hier gibt es sogar Fische. Wenn ich jetzt noch einen Speer dabei hätte, dann hätte ich jetzt sogar noch Fische fangen können. Also eigentlich ist hier ein super Spot. Natürlich nur vorausgesetzt, wir sind irgendwie sicher, was wir momentan hier, glaube ich, noch nicht sind. Hüpsa. So. Und hier sind immer noch Koffer. Ein Koffer hat sich mit dem Felsen gemerged. Aber ich bin sicher, den kriegen wir auch auf. Keine Ahnung, was da drin war. Wir haben es rausgenommen. Wie zum Beispiel diesen äußerst wütenden Tennisball. Fische, mach mich wütend! Doing. Ich mag das mit dem Tennisball irgendwie. Ich kann mir vorstellen, die haben sie eingebaut, um mir die Physik-Engine zu testen. Und irgendwie hat er denen so viel Spaß gemacht, dass sie ihn drin gelassen haben. Aus... Naja, mit als sehr übertriebenen Running Gag, muss ich sagen. Oh! Hallo! Schade. Das ist ja cool. Keine Eingeborenen? Nein. Da kann ich ja mal in die Hocke gehen. Huch. Wie cool ist das denn bitte? Da hinten auch noch eine. Sagt das hier irgendwas aus? Ist das hier Paarungsverhalten der Schildkröten? Essen kann man die wahrscheinlich nicht. Könnte man sich ein schönes Süppchen draus machen, aber Schildkröten sind natürlich, die beißen auch zu. Die sind schon aggressiv. Diese jetzt nicht, aber immerhin. Was auch immer das heißt, wenn ich sage, aber immerhin. So, ich wünschte, ich hätte jetzt einen Speer dabei. Hier hole ich mir nochmal die restlichen Flaschen. Hier sind nur Seesterne. Da ist noch ein bisschen Geld. Flasche, Seestern. Flasche, Flasche. Da können wir ein paar Mollys draus machen später. Hier ist, glaube ich, auch noch was. Eine Flasche. Das ist doch schon mal super. Und theoretisch könnte ich mir hier am Strand, hier so, weil von da wird ja wohl niemand kommen. Da könnte ich mir hier so die erste Behausung machen. Und ich habe noch keine Ahnung, was man sich aus Münzen craftet, ehrlich gesagt. Vielleicht braucht man die als Schraubendreher. Hat man ja schon mal gemacht, mit einer Münze einfach mal was aufgemacht oder sowas. Kennt man ja. So, hier wäre man theoretisch auch sicher. Ich glaube, hier kommt mit Sicherheit niemand hin.
Das heißt, wir könnten hier ganz easy peasy ein Lager hinbauen. Huch. Was ist das denn? Aha. Ich glaube, da war noch Geld in der Wand. Hier ist noch ein Seestern, hier ist noch ein Seestern. Hier können wir uns dann theoretisch auch mal abwaschen und so weiter und so fort. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz. Ich glaube, dann baue ich das Lager. Obwohl, das würde sich hier viel besser machen, ne? Ich glaube, das könnte hier schon gehen. Dann sind wir zwar nicht ganz in der Ecke, aber das ist, sollte eigentlich okay sein. So was Doofes. Ich habe schon wieder den Timer nicht gestartet, natürlich. Ach, seufz. Here we go again. Here we go, go, go. Und ich würde so gerne ein großes Haus bauen, aber es geht momentan einfach nicht. Wenn er nicht speichert, dann ich bin so verzweifelt. Warum speichert er denn nicht? Ich habe doch alles gemacht, was man machen muss. Ich habe sogar im Shelter gepennt. Ich habe sogar den bösen Ball geworfen. So, ich hoffe nur, dass jetzt nicht gleich irgendwelche Wilden vorbeikommen. Der ist offen, ne? Ja, der ist halb einfach. Ach so, das war ein Busch. Ich dachte gerade. Ich möchte gerne sagen, dass es erstaunlich ruhig ist, aber ich habe immer Angst, wenn ich mich zu solchen Äußerungen hinreißen lasse, dass dann gleich die Post abgeht. So, gibt's hier Karnickel oder Lizards? Das wäre schon mal sehr hilfreich, wenn wir wüssten, wo es hier was zu essen gibt. Alter, was ist denn das da drüben? Ist das ein Riesenbug am Strand? Ein riesiger Anker ist das, wie krass. So, warte mal, hier ist gerade niemand. Jetzt fehlt, es fehlt echt nur noch die Planet der Affen-Statue hier irgendwo. Da hinten sehe ich gerade so ein Wildenzeichen am Strand. Das heißt, die haben hier tatsächlich schon ihre Routine, ihren Weg. Ich habe keine Ahnung, was wir da weggenommen haben. Bäh, bäh. Okay, jedenfalls werden am Strand alle möglichen Flaschen angeschwemmt, das ist schon mal ganz gut. Bestenfalls natürlich Alkohol. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da jetzt haben. 28 Flaschen haben wir jetzt schon. Alter Schwede, wir haben gerade erst angefangen. Hier ist noch ein bisschen Geld. Aber wir haben momentan, das machen wir später. Wir müssen uns erstmal einen Unterschlupf bauen. Das ist so ein Zelt, oder? Ist da ein Zelt? Was ist denn hier passiert? Ein Eingeborener, den wir wieder fachmännisch zerlegen können. Wer hat denn hier? Wieso ist denn hier? Ih, was ist das denn? Ach, das ist Clothing. So, ein Speer haben wir jetzt auch. Hier gibt es noch eine Flare. Wem gehört denn das Ding? Ist das hier ein Zahn? Nee, Medizin. Sind wir eventuell nicht die einzigen Überlebenden? Hallo? Ein Schlafsack und eine Feuerstelle. Und eine... Achso, ein bisschen Geld und noch ein bisschen Geld. Alter, hier gibt es aber echt überall was zu entdecken. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn wir wirklich alles entdeckt haben. Aber ehrlich gesagt hatte ich das in der letzten Folge auch schon. Da dachte ich mir, wenn wir jetzt die Hauptstadt schon gesehen haben... Was kann da noch kommen? Aber offenbar gibt es hier noch so einiges, was da noch kommen kann. So, oh Mann, wir hatten die Super-Axt letztes Mal. Wir hatten die Super-Duper-Axt und jetzt haben wir wieder das kleine Kackgerät. Manno, manno. So, komm, heb auf die Kacke. Sticks brauchen wir noch einen. Rocks haben wir schon. Hier ist ein Giftbusch, den können wir einmal mal wegdezimieren. Damit wir da gar nicht erst in Versuchung kommen. Und das Schlimme ist, wir brauchen ja auch noch Baumstämme. Okay.
Ja, gut, dann trinkst du halt mal was. Boah, das ist eine Möwe. Ich dachte gerade da... Ja, Alter. Krieg ja schon Paras, als wenn ich nur kurz im Inventar bin. So, Hauptsache, uns entdecken jetzt noch keine Eingeborenen. Das wäre mir momentan noch gar nicht... Noch gar nicht recht. Der erste Baum fällt in dieser Runde. Und ich würde wirklich zu gerne mal wissen... Es sind schon einige Loks. Ich würde zu gerne mal wissen, warum wir unseren Spielstand nicht speichern konnten. Das wurmt mich tatsächlich ein bisschen. Was liegt denn hier? Noch ein Eingeborener. Warum? Wie ist der gestorben? Ah, und wir haben hier kein Nickel. Und wir haben Lizards. Haben wir doch vor der Haustüre. Das ist super. Wir haben also einen sehr guten Spot gewählt da hinten. Ich glaube, der ist ganz gut. Da, wo wir uns jetzt zum ersten einrichten und ein bisschen absichern. Und dann können wir mal gucken, ob die hier vielleicht doch ihre Runden gehen. Bis jetzt wirkt es hier noch sehr ruhig. Aber ich habe immer das Gefühl, sobald ich sage, oh, es wirkt hier sehr ruhig, wirkt es dann plötzlich sehr unruhig. Verstehste? Hüpsa, natürlich, mit Baumstämmen springe ich einfach mal. Ich bin so federleicht. Ich widerspreche gern der Gravitation. La da 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 da. So, wenn wir schon mal da sind. So, haben wir einen Fisch. Was macht denn der? Ach, der schwimmt jetzt. Okay, wir kommen an die Fische nicht so gut ran. Da kommen wir aber ganz gut ran. Haben wir zwei Fische nochmal mitgenommen, nur später für den kleinen Hunger. Jetzt wechseln wir ganz schnell wieder auf die Axt. Holen uns noch die restlichen Baumstämme, dann haben wir unser Ding da gebaut. Können auch schnell ein Lagerfeuer machen. Ich glaube, da hinten sieht das eh keiner. In Klammern hoffe ich zumindest. Oder wir bauen das Lagerfeuer tatsächlich ein bisschen weiter weg vom Lager. Und ich hoffe, die Leiche bleibt ja noch liegen, die wir gefunden haben, damit wir die eventuell noch in ein formschönes Mahnmal verwandeln können. Wo ist denn jetzt... Wo sind denn die Baumstämme? Ach. 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 Es tut mir so leid. Ich will das gar nicht, aber ich... Warum landen die jetzt alle bei mir? Ihr seht doch, ich bin ein wahnsinniger Psychopath. Oh, ho, ho, es tut mir so leid. Nein. Oh, ho, ho. Okay, man kann Vögel also nicht essen. Damit haben wir das auch schon mal geklärt. Ich hasse es, Vögel umzubringen. Ich muss es sagen, ich hasse es. Hier ist der Eingeborene und da sind die Baumstämme. Ich hasse es, Vögel zu töten, denn ich mag Vögel. Ich liebe Vögel. Vögel sind super. Und ich finde es schrecklich, wenn Katzen, auch wenn es Katzen natürlich im Blut liegt und so weiter und so fort, man kann es ja immer irgendwie rechtfertigen, es liegt der Menschen auch im Blut, Fleisch zu essen. Nein, das ist nicht, ist doch egal, das ist eine sinnlose Diskussion. Jedenfalls hasse ich es, wenn Katzen so als, auch wenn es ein Liebesbeweis ist, wenn die dann tote Vögel mit nach Hause schleppen und die dann vor die Tür legen. Ich finde das schrecklich, weil ich Vögel so gerne mag. Hungry, find something to eat. Okay, to eat haben wir ja schon. Was wir gleich mal machen, wir machen gleich noch eine zweite Feuerstelle. Wir machen gleich mal eine Feuerstelle. Da oben ist hier so ein Krüppelbaum, da müssen wir mal hingehen. So, ich mache dann mal hier eine Feuerstelle. Ich hoffe, hier wird die nicht gesehen. Da oben ist der Krüppelbaum. So, hier eine zauberhafte... Huch. Da mache ich sogar mal so eine, die wir wieder neu aufleben können. Das baue ich mal nicht zu nah ans Wasser. Und dann hole ich mal kurz den restlichen Kappes. Die Sonne geht schon langsam unter. Das heißt, wir müssen echt mal gucken. Hui! Wir müssen echt mal gucken, dass wir zur Rande kommen. Aber zu lange laufen können wir natürlich nicht. Was ist mit dem Koffer los? Ich glaube, David Copperfield hat seine Hände im Spiel. Entschuldigung. Halt, was war das? Geld. Ich frage mich, ob die Kohle hier auch so respawnt wie Steine und Stöcke, aber ich glaube nicht.
So, Steine. Stöcker. Mehr Steine können wir, glaube ich, eh nicht tragen. Und ich glaube, mit Stöckern sind wir jetzt auch schon gut bedient. Sticks haben wir eh genug. 3 von 6 Rocks. Wir brauchen also noch ein paar Steine. 4 von 6. Wir können doch noch mehr Steine tragen. Krass. Du krasser Steinträger, du. Can't carry any more raw fish. Sag mir nicht, er hat jetzt den Fisch abgelegt. So, Pilze fresse ich nur sehr ungern, muss ich zugeben. Denn man weiß ja nie, was die Nebenwirkungen sind. Ich höre übrigens die ganze Zeit keine Eingeborenen. So, wo sind denn die Baumstämme? Hier sind wieder... Ne, das sind gute Beeren. Jetzt ist da hinten ein Baumstamm. Na, tolle Wurst. Aber auch nur einer natürlich. So, Giftbeeren hinfort. Jetzt bin ich ein bisschen ruhiger, weil die Sonne untergeht und ich jetzt gern die Eingeborenen hören würde, falls es hier welche gibt. Ein Frosch. Ein eingeborener Frosch natürlich, da müssen wir vorsichtig sein. Das ist der andere Baumstamm da hinten oder ist das nur ein Stein? Das sind nur 2 Steine. Kacke. Ist auch schon dunkel. So, dann klopfen wir mal den Baum hier weg. Ich hoffe, das geht einigermaßen. Und ich hoffe, wir schaffen das noch zeitig, bevor wir hier entdeckt werden. Ich glaube, der Baum ist aber auch ein bisschen größer. So. Timber! Plump. Dieses extrem merkwürdige Geräusch. Klingel, 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 kling. Ist, glaube ich, kein typisches Holzfällergeräusch, wenn ich das mal so sagen darf. So, und es wird dunkel. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich habe noch keine Eingeborenen gehört. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Hey, Geld. Ich habe noch keine Eingeborenen gehört. Hungry. Oh ja, wir müssen langsam mal was essen. Wir machen uns gleich das Lagerfeuer. Und ich habe auch noch keine Eingeborenen gesehen. Ich habe nur Zeichen da hinten am Strand gesehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die einfach hier gar nicht sind. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, 2 Baumstämme brauchen wir noch. Eigentlich sollte ich die zuerst holen, die Baumstämme, bevor wir jetzt hier was essen. Ah, wir brauchen eh noch einen Stein. Okay, haben wir das da gleich mal reingekloppt. Dann holen wir jetzt noch einen Stein und 2 Baumstämme. Und dann können wir uns was Schönes zu essen machen und dann können wir auch schlafen. Ich muss nur gucken, dass jetzt hier wirklich... Ja, ich habe ein bisschen Bammel, bei Nacht rumzulaufen. Deswegen werde ich jetzt auch... Ach, da liegen noch Beine. Wie kommen denn die Beine hierher? Ist das schon wieder so ein toter Ureinwohner? Warum sind die alle tot? Was ist hier geschehen? Echt noch keinen Lebenden gesehen hier. Und ich höre auch keinen. So, den Stein haben wir. Und ich würde sagen, wir fragen nicht, warum wir so viel Glück haben, dass hier keine Ureinwohner sind. Ich würde auch noch gerne aufs Schiffchen drauf übrigens da mal gucken, ne, was auf dem Schiffchen drauf ist. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwas finden. Ich glaube nicht mal, dass wir irgendwie drauf kommen. Aber egal, wir probieren das mal am nächsten Morgen. Jetzt bei Nacht lieber nicht. Zumal man tagsüber auch besser sieht, ne, im Let's Play, was so vor sich geht. So, hops. So, sleep here to fill energy in safe game. Genau, das Problem ist, ich kann, glaube ich, jetzt momentan auch nur 2 Folgen aufnehmen, weil gleich noch Besuch vorbeikommt. Hier in the... Los Angeles... Alter. Warum war das gerade so laut?
hier im Los Angeles Apartment kriege ich nachher noch Besuch. Deswegen wollte ich jetzt noch schnell zwei Folgen aufnehmen. Einfach mal und gucken, dass wir noch ein bisschen was aufbauen können. Aber irgendwie... Huch, ach ja. Aber irgendwie scheint das ja nicht ganz so zu klappen, wie ich mir das vorstelle. Mit dem Saven. Schade. So, ich glaube, den Feuerschein sieht man nicht bis da hinten. Und da oben kommt der hoffentlich auch nicht vorbei. So, wir sind wieder voller Energie und fertig ist die Remrod-Infanterie. Haben wir das Ding richtig gebaut? Ja. Okay. Dann gute Nacht. So, ich glaube, es ist morgens. Wir haben die Nacht diesmal erstaunlich gut rumgekriegt. Was? Achso, das war ein sitzender Vogel. Oh, was ist das denn? Ah, eine Schildkröte. Das sah gerade aus wie eine Robbe. Ich dachte gerade, jetzt kommen ja auch die Robben an Land. Hallo? Ich kann mich ja täuschen, aber ich habe das Gefühl, dass der Koffer ist neu da. Und dass hier ab und zu mal neue Sachen wieder spawnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Steine gilt, das kann ich nicht sagen. Also Steine gelten auf jeden Fall, die spawnen ja eh immer. Die anderen Koffer haben wir alle offen. Den hier auch, den hier auch. Kann ja sein, dass an der Zeit neue Koffer angeschwemmt werden, ich weiß es nicht. Ich dachte gerade, da hinten wäre auch noch ein Zelt. Was liegt denn da? Das ist ein Seestern. Keine Eingeborenen, krass. So, kommen wir denn zum Schiff hin? Das würde mich mal interessieren. Wir schwimmen mit der Axt in der Hand, was ein bisschen doof ist. Sorgt für ein paar Clipping-Fehler, aber egal. Wir wollen uns mal nicht beschweren. Ich gucke mal ganz kurz. Kam mir gerade so vor, als würde das Boot sich bewegen. Kommt man da irgendwo drauf? Was liegt denn da? Ja, man kommt drauf. Tatsächlich, Riegel. Lauter leckere Riegel. Lauter gerade stehende Flaschen. Hier noch ein paar Skelettköppe. So, was ist das hier? Ah, noch ein paar Flares. Who cares? I got flares. Yeah, baby. Yes. Oh. Besuch. Das ist ja liebevoll. Ich dachte schon, wir waren ganz alleine hier. Aber zum Glück haben wir doch noch ein paar Freunde, die uns hier besuchen am Strand. Freunde! Ich brauche eine seeschüchtige Crew, um Monkey Island zu erreichen. Freunde! Freunde! Ja, das mit Monkey Island wird wohl nichts mehr. Aber wie cool, dass man hier drauf kann. Das feiere ich ein bisschen. Und jetzt doch irgendwie rein in das Boot, das wäre natürlich super. So, die drei verpissen sich wieder. Das ist mir nur ganz recht. Hallo. Da drüben brennt noch unser Feuer. Das haben sie nicht gesehen. Sehr gut. Da kommen jetzt vier neue. Aha. Das ist ein anderer Trupp, wie es aussieht. Und ich glaube, die können hier nicht hoch, oder? Also auch wenn ich hier so rumstehe, können die mir hier nichts. Mal gucken, die können mich zwar sehen, obwohl dann laufen die wieder unter dem Boot rum. Das will ich nicht. Seetüchtige Crew, Monkey Island, hallo? Die kommen immer nur bis da und drehen dann wieder ab. Aber gut zu wissen, dass wir tatsächlich Nachbarn haben. Alter. Geh nicht ins Licht. Geh nicht ins Licht. So, mit dem Schwimmen klappt auf jeden Fall ein bisschen besser als vorher noch. Ich schaue nur gerne da auch unten, ob wir da irgendwas... Aber da kriegen wir eh nichts. Wir können ja nicht tauchen. Ich glaube, das kommt alles noch. Auch mit dem Tauchen, wahrscheinlich auch mit Sauerstoffanzeige und sowas. Ich kann mir vorstellen, das wird alles noch eingebaut. In späteren Versionen,
dem Ding hier steht da quasi alles offen. Also The Forest, da kannst du ja wirklich alles machen. Und mit dieser interessanten, komplexen Welt, die sie hier haben, wenn du das noch ein bisschen ausbaust, wenn du das noch ein bisschen vergrößerst, noch ein paar mehr, da machst du mehr Schauplätze rein oder vielleicht später mal Random Maps und sowas, da kannst du eigentlich alles mitmachen. Eigentlich geil. Das Crafting-System noch ein bisschen ausbauen, vielleicht noch ein bisschen ausgefuchstere Überlegungsstrategien entwickeln, die man entwickeln kann, selber auch dann hier, was rede ich, keine Ahnung. Aber weißt schon, was ich meine, ne? Da kann man auf jeden Fall noch eine Menge mitmachen. Das alles hier, was man hier so sieht, könnte ja erst der Anfang sein von The Forest. Da hinten laufen wieder drei. Wollen wir mal hoffen, dass uns hier keine sehen? Ich finde es übrigens einerseits gut, dass die Eingeborenen gar nicht erst ablassen von, obwohl die lassen ja ab von einem, aber nur wenn man sich rückwärts wegbewegt irgendwie oder ganz langsam wegbewegt, dann lassen die ab. Aber generell finde ich es eigentlich, wenn man zum Beispiel ins Wasser geht, dann sollten die halt irgendwann resigniert aufgeben oder ich weiß nicht, ob die wie Wölfe sind. Wölfe warten ja, machen Wölfe das? Ich glaube, Wölfe machen das. Die warten, wenn ihre Gegner wegschwimmen wollen, warten die einfach, bis die wieder an Land kommen irgendwo, weil die müssen ja irgendwo wieder rauskommen. Und dann sind die so geschwächt, dass man die einfach wegfrühstücken kann, wie wir hier gerade die ganzen Krempel. Weißt du, wird alles angeschwemmt, aber nur Alkohol. Nicht mal irgendwie Kellogg's Smacks oder sowas für ein gutes Frühstück. Nein, es wird nur Alkohol angeschwemmt. Und ich sehe es schon in den Kommentaren, aber Alkohol ist doch ein gutes Frühstück. Wie weit man hier rauslatschen kann, finde ich auch wieder cool. Ich mag diese Vielfalt hier. Oh! Oh, 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 oh. Dankeschön. Na. Dankeschön. Okay, das reicht, glaube ich. So, ein paar Fische. Dann haben wir hier hinten gleich unsere Fischlagune. Da können wir uns immer neues Essen besorgen. Das ist doch superst. Medizin haben wir jetzt quasi bis zum jüngsten Gericht, glaube ich. Also nicht Medizin, aber Alkohol. Damit sollte man normalerweise eigentlich auch Wunden auswaschen können. Was hier wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Hier brauchst du ja tatsächlich Medizin. Hier sind welche in der Nähe. Aber warum? Es hört sich an, als würden die da hinpinkeln. Ob das mit dem Baum zu tun hat, der da oben ist? Weil der einzige vertrocknete Baum, den wir jemals gesehen haben, stand im Zentrum vom eingeborenen Dorf. Und hier oben steht auch so ein vertrockneter Baum. Ob da vielleicht eventuell, ich meine, es könnte doch sein. Komische Geräusche waren da oben, als würde da wirklich einer hinpissen. Urinieren, Entschuldigung. Ich muss also auf meine Wortwahl achten, weil natürlich auch jüngere Zuschauer hingucken. Es sieht so aus, als würde jemand seinen kleinen Schniedelwutz herausholen und da oben ein Pieselchen machen. Ja, solche Let's Plays muss ich jetzt dann immer machen. So, denn es liegt in meinem Verantwortungsbereich, wurde mir bereits mehrfach gesagt. Denn ab Abonnentenanzahl XYZ muss man sich so und so verhalten. Und das wissen dann immer ganz viele Leute. Oh. Oh. Ich hätte so gern die Signalrakete. Der dreht resigniert ab. Der hat uns hier hinten nicht gesehen, das ist ganz gut. Glaube ich. Ich hätte gerne eine Kiste bei unserem Lager. Was ist denn das da eigentlich für eine... Ach okay, da sind Felsen drauf. Ich hätte echt gerne eine Kiste bei unserem Lager, wo wir Sachen reintun können. Da oben ist der verkrepelte Baum. Ich glaube aber nicht, dass da ein eingeborenes Dorf ist. Aber irgendwas ist da. Irgendwas hört sich da danach an. Da ist einer von denen auf jeden Fall. Nicht nur einer.
3. Und da hinten geht gerade noch ein Trupp weg. Da oben 4, da oben sind ein paar. Na toll, wir haben unsere gesamte Rüstung verloren durch den Sturz gerade. Da sitzt immer noch ein Sperling auf dem Lager, obwohl da oben Eingeborene sind. Muss also gut sein. Eieieiei, na das kann ja was werden. Ah, okay, die laufen jetzt, da laufen die 4 hin, okay. Die 4 hauen ab, ich weiß nicht warum. Die holen jetzt bestimmt Verstärkung. Ich mache jetzt mal folgendes, ich gehe mal auf den, hier auf den Main Index, dann mache ich mal so ein Effigy. Und dann hier, Click to Place. Ich würde sagen, obwohl hier ist, ich glaube hier ist ein guter Platz. Die kommen von oben eh nicht runtergesprungen. Wir können runterspringen, haben wir jetzt gerade gemerkt. Und wir brauchen nur noch 2 Köpfe, dann haben wir es geschafft. Das ist natürlich super. Und ich höre schon wieder welche. Nach einer Weile ist alles voll von denen, ne? Das ist unglaublich. So, ich bin mal gespannt, ob wir die hier oben irgendwie sehen. Habe ich noch einen Stick übrig? Nee, ne? Okay. Kriege ich da noch einen Stick auf der anderen Seite vielleicht irgendwo? Bevor ich da jetzt hochgehe, möchte ich nämlich gerne, ich möchte nicht mit der Feuerwehraxt gegen die antreten. Mit dieser komischen Flugzeugaxt, die irgendwie gar nichts bewegt. Low Energy. Da ist ein Schlupfloch unterm Felsen. Gibt's hier nicht einen einzigen Stick irgendwo? Ach, na super. Hier oben möchte ich gerne mein Haus haben. Hier. Hier oben an dem Baum. So. Ich glaube, das ist eine super, super duper Location. Oh. Na sieh mal an, die alte Arschfalte liegt ja auch rum. Dem gefällt es ja auch. Wenn es dem hier gefällt, muss es hier gut sein. Ansonsten gibt es ja eine reiche Auswahl an Steinen und Toten. Warum liegen hier so viele Toten? Toten. Warum liegen hier so viele Toten? Obwohl, nee, die lasse ich mal. Das sieht schön aus. Also ganz ehrlich, hier wäre doch eine perfekte Location für ein Haus. Hier hast du, ne, kannst du durch den Felsen gucken, ein bisschen auf die Natur. Hast die Klippen um dich rum, von hinten kommen garantiert keine Einwohner, also Ureinwohner. Das ist echt super. Und jetzt hätte ich trotzdem gerne noch einen Stick. Tja, dann wissen wir, was zu tun ist und ich frage mich, ob man sowas hier vielleicht abreißen kann, denn ganz ehrlich, ich finde, das ist nicht sonderlich zuträglich hier. Dem Wohnklima. So, was wir aber mal machen können. Die haben wahrscheinlich hier ihre Toten begutachtet, die wir aber nicht zu verantworten haben. Scheiße. Alter! Heilige Scheiße! Der hat uns mitgegeben. Boah, die Penner kommen da also immer nach oben. Ob das eine gute Wohnlocation ist, kann ich ergo nicht sagen. Huch, Vorsicht mit dem Feuerzeug, es brennt. Ja. Und abermals finden wir uns in der Höhle. Kriegen immer ein paar Medikamente. Ich glaube, dass sogar das ist gewollt.
Ich glaube, es ist sogar relativ gewollt, dass man ziemlich zügig krepiert normalerweise. Und dann hier landet, um sich hier die weitere Ausrüstung zu holen. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich so geplant ist. Aber so auf Dauer ist das natürlich, obwohl, ist besser als sterben. So, wie ist das eigentlich? Muss man jetzt alle 130 Passagiere finden? 4, 107, 108, 109. Quatsch, 109, was rede ich denn? 9, 10. Ich kann die doch nicht alle ablatschen hier. Und da fliegt eine Zeitschrift. Wie normal ist das denn? 11. 12. Muss ich jetzt wirklich abklatschen, hier mal High Five machen mit denen oder was? 15. Es müsste eigentlich reichen, wenn man die sieht, wenn man die im Blickfeld hat, aber wir müssen die offenbar tatsächlich ablatschen, was ein bisschen... Naja, da habe ich natürlich Lust drauf. Ganz große. So, ein paar Stoffklamotten. Stoffklamotten und... Stoffklamotten und unser Freund. Die Lieblingspistole. Lalalalalala, jetzt fühle ich mich wieder unverwundbar. Naja, nicht ganz. Ich glaube, das wird sich noch zeigen. So, 21 Passagiere haben wir schon gefunden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir 130 finden müssen und dann ist das Spiel vorbei. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man wirklich jeden Passagier einzeln abgehen muss und du weißt auch gar nicht mehr, welche du alle abgegrabbelt hast und welche nicht. Das wäre ein bisschen doof. Da würde ich eher die Story machen, dass man seinen Sohn finden muss. Und den finden wir in dieser Folge bestimmt nicht mehr. Und natürlich auch nicht in der nächsten Folge. Ich glaube, das ist völlig außerhalb des Programms. Jetzt sind wir zumindest wieder in der Höhle gelandet. Aber wir haben eine super Location zum Campieren, wenn wir da oben nur diese Viecher wegkriegen. Ich glaube, da oben müssen wir noch so ein Effigy hinbauen. Das haben wir unten eins beim Camp. Oben haben wir da noch eins. Und vielleicht kriegen wir das mit der Signalpistole hin, dass wir eventuell ein paar Zubehörteile eventuell entleihen können bei den Einwohnern. Die sind meistens nicht ganz so glücklich, wenn man sich bei denen einen Arm oder ein Bein leiht. Aber wir fragen gar nicht. Wir nehmen, denn jetzt gehört diese Insel uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.